Ja, hallo. Ich versuche jetzt einmal die relevanten mir vorliegenden Informationen zu den Corona-Soforthilfen des Bundes und der Länder, die für Selbstständige ins Leben gerufen worden sind, zusammenzufassen. Ich werde im Moment ein bisschen überrannt und bekomme unter anderem von meiner eigenen Mandantschaft als Steuerberater diverse Rückfragen, was jetzt eigentlich möglich ist, was nicht möglich ist und wie lange das eigentlich alles noch dauert, bis es endlich irgendwie Liquiditätshilfen oder andere Geldzahlungen gibt. Im Zentrum dieser Rückfragen stehen immer Soforthilfen. Diese sogenannten Soforthilfen, die gibt es von der Landesebene und von der Bundesebene. Und die Landesebene ist von meiner Seite jetzt schwerer einzuschätzen als die Bundesebene. Denn jedes Bundesland hat andere Fördervoraussetzungen, jedes Bundesland hat seine eigene Regelung, sofern es eine Bundeslandsregelung gibt. Ich gebe hier kurz zwei Beispiele, einmal Hamburg, einmal Berlin, weil ich in Hamburg arbeite und mit Berlin durchaus jetzt mich ein bisschen beschäftigt habe. Was die Hamburger Regelung angeht, ist die Planung und das wird verwaltet durch die Investitions- und Förderbank Hamburg, die Internetseite. Ich zeige sie kurz, ich habe sie hier auf dem Smartphone. ifbhh.de. Ich kann das mit dem Einblenden von links nicht. Das ist mein erstes YouTube-Video und ich mache sowas sonst nicht. Bietet an eine sogenannte Hamburger Corona-Soforthilfe von 2.500 Euro bis 25.000 Euro. 2.500 Euro werden für die sogenannten Solo-Selbstständigen bezahlt. Das scheint eine Pauschalsumme, eine Pauschalauszahlung zu sein. Und 25.000 Euro für Unternehmen bis, ich meine, bis 50 oder 100 Mitarbeitende. Unternehmen bis 10 Mitarbeitende, das weiß ich, bekommen einen Betrag von, hier steht es, 5.000 Euro bis zu 5.000 Euro sind es wohl. Wichtig zu wissen ist, dass diese Hilfen, so wird es hier auch genannt auf der Internetseite, unbürokratisch gewährt werden sollen. Was heißt unbürokratisch? Das heißt aus meiner Sicht, dass die Zuschüsse kurzfristig fließen werden. Und das heißt aus meiner Sicht auch, dass diese Zuschüsse möglicherweise nicht weiter hinsichtlich der Auszahlungsansprüche überprüft werden vor Auszahlung, sondern erst hinterher. Denn ansonsten wäre eine schnelle Auszahlung nicht machbar. Voraussetzung ist, und das wurde jetzt noch einmal klargestellt, das war am Anfang nicht klar, dass diese Auszahlung, diese Zuschüsse, die nicht zurückzuzahlen sind, es sei denn, sie hätten nie gewährt werden dürfen, an Unternehmen gewährt werden, die klein, mittelgroß sind, kleine Gewerbebetriebe, mittelgroße Gewerbebetriebe, FreiberuflerInnen, die in Hamburg ihren Sitz haben und die infolge der Corona-Epidemie, ich lese es hier vor, und oder der bezüglich dessen erlassenen Hamburger Corona-Allgemeinverfügungen mittelbar oder unmittelbar in eine existenzbedrohende Schieflage oder eine existenzgefährdende, soll es wohl heißen, Liquiditätsengpässe geraten sind. Das bedeutet, wir haben anders als in früheren Zeiten, nach der aktuellen Lage, also diese Internetseite wird jeden Tag aktualisiert, es ist auch möglich, sich dort für einen Newsletter zu registrieren. Und diesen Newsletter soll dann informieren, wenn es möglich ist, diese Anträge zu stellen. Denn die können nur online gestellt werden und die werden nicht bearbeitet, wenn ihr sie per E-Mail stellt. Darauf wird auch explizit hingewiesen, weil das einfach menschlich nicht leistbar ist. Die sollen digital gestellt werden, da wird es wahrscheinlich ein Formular geben und Ankreuzfelder, in denen versichert wird, dass die Firma sich in einer existenzbedrohenden oder liquiditätsbedrohenden Situation infolge dieser Epidemie ist. Und wenn das versichert wird, wird es wahrscheinlich diesen Zuschuss ziemlich schnell geben. Daneben gibt es, Achtung, daneben gibt es die Corona-Soforthilfe des Bundes. Die wird auch über die Investitions- und Förderbank Hamburg abgewickelt. In Hamburg. Das macht jeweils dann die Landesbehörde, die in dem Bundesland die Soforthilfen koordiniert. Ich beziehe mich hier jetzt nur auf die Soforthilfen, nicht auf Kreditabsicherung, weil das mir das vordringlichste Thema zu sein scheint. Der Bund zahlt für sogenannte Solo-Selbstständige für eine Dauer von 3 Monaten zur Deckung ihrer laufenden beruflichen Kosten. Das heißt also,
der beruflichen Miete, der beruflichen Leasingraten und ähnlicher Sachen, die eben jetzt aktuell aufgrund von Einnahmeeinbußen nicht bezahlt werden können, bis zu 9.000 Euro und bei Betrieben bis zu, ne, genau, also für Solo-Selbstständige, Entschuldigung, ich lese es auch hier gerade ab, bei Betrieben bis zu 5 Beschäftigten 9.000 Euro, das gilt auch für Solo-Selbstständige, und für Betriebe bis zu 10 Beschäftigte sind es 15.000 Euro maximal, also pro Monat 3 bzw. 5.000 Euro, die bezahlt werden sollen. Und diese Gelder sind auch nicht zurückzuzahlen, sofern sie eben entsprechend verwendet wurden. Ich bin der Meinung, dass diese Verwendung im Zweifel nachgewiesen werden muss. Ich beziehe mich jetzt kurz noch einmal, und beides soll bei derselben Stelle beantragt werden können. Ich beziehe mich jetzt kurz noch einmal auf die Investitionsbank Berlin, denn die Investitionsbank Berlin wird hier etwas deutlicher. In Berlin wird es die Möglichkeit geben, ibb.de ist die Internetseite, für die dort ansässigen selbstständigen Unternehmen die Anträge ab Freitag, 23.03., 12 Uhr, also morgen 12 Uhr, etwa um diese Zeit zu stellen. Antragsberechtigt sind dann eben sowohl die Personen, die nach der bundesgesetzlichen Regelung begünstigt sind, als auch die nach der landesgesetzlichen Regelung. In Berlin ist es so, dass es für Unternehmen bis 5 Beschäftigte aus Landesmitteln 5.000 Euro geben soll und ergänzend die von die eben angesprochenen 9.000 Euro aus Bundesmitteln. Anders als es in Hamburg zu sein scheint, so wie ich es sehe, so wie sich die Rechtslage aktuell darstellt, hat in Berlin schon ein Beschluss stattgefunden und hat dort also das Landesparlament schon abgestimmt und gesagt, wir machen das so. Dieser Beschluss steht, so wie ich das sehe, in Hamburg noch aus. In Hamburg sollen, so wie ich es jetzt von verschiedenen Quellen gehört habe, bis nächste Woche Mittwoch die Anträge online stehen, also am 1. April sollen die beantragt werden können, diese Erstattung. Es ist so, dass wir hier in der Berliner Regelung noch einmal eine Klarstellung haben. Die Beträge aus der Soforthilfe, aus Bundesmitteln, ich lese es vor, können nur für laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten und Ähnliches, was auch immer das sein mag, beantragt werden. Gemeint sein wird damit möglicherweise Arbeitslöhne für Beschäftigte, die jetzt nicht weiter beschäftigt werden können, für die auch keine Kurzarbeit fällig oder möglich ist. Das sind MinijobberInnen. Wer nur einen Minijob hat, hat keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Kann aber auch nicht fristlos gekündigt werden, sondern wir haben den Kündigungsschutz. Wenn jetzt die Arbeitslöhne weiterbezahlt werden müssen für geringfügig Beschäftigte, also 400-Euro-Jobs, 450-Euro-Jobs, dann werden diese Beträge damit wahrscheinlich auch abgegolten sein und werden auch geeignet sein, um eben eine solche Soforthilfe zu beantragen. Ansonsten, was könnt ihr tun, um an Geld zu kommen von staatlicher Seite und das auf legalem Wege? Es gibt die Möglichkeit für Personen, die oder für Unternehmen, die Angestellte, ArbeitnehmerInnen beschäftigen, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das läuft bei der Bundesagentur für Arbeit auf. Eine wichtige Angelegenheit ist zu beachten. Also wie gesagt, für Minijobs gibt es kein Kurzarbeitergeld. Und zweitens, das Kurzarbeitergeld kann nur dann gewährt werden, wenn bis zum Ende des jeweiligen Monats, des Anspruchszeitraums, der Antrag auch schriftlicherweise unterzeichnet mit den Belegen bei der Bundesagentur für Arbeit in der jeweiligen Geschäftsstelle vorliegt. Bitte bringt den im Zweifel persönlich vorbei, wenn ihr im März schon diese Einnahmeeinbußen hattet. Und Kurzarbeitergeld kann nur dann gewährt werden, wenn mindestens ein Drittel der Beschäftigten mindestens 10% Lohnausfall hat oder Gehaltsausfall infolge von Kurzarbeit. Und Kurzarbeit kann nicht angeordnet werden von Arbeitgeberseite, sondern das bedarf der Zustimmung des Betriebsrats. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann bedarf es der Zustimmung der einzelnen Angestellten. Und die können auch sagen, nein, ich stimme nicht zu, weil ich mir das nicht leisten kann. Oder weil ich auch von zu Hause aus arbeiten kann und gar keinen Sinn darin sehe, Kurzarbeit zu beantragen. Naja, wird ja auch von Arbeitgeberseite dann häufig nicht so strittig sein.
Neben Kurzarbeit und neben den Soforthilfen gibt es noch Billigkeitsmaßnahmen der Finanzämter. Das ist zu unterscheiden von den anderen beiden Maßnahmen, denn das ist nicht in Gesetzesform, sondern das sind nur Billigkeitsmaßnahmen. Das heißt also, die Verwaltung hat sich entschieden, wir handeln auf eine bestimmte Art und Weise. Ich werde versuchen, möglichst viele Links hier unten reinzupacken, unter die Beschreibung dieses Videos, um euch möglichst viele Quellen an die Hand zu geben. Und das bedeutet, für die steuerlichen Zwecke, noch einmal wieder zu dem Thema zurück, das ist eine Hilfe in der Weise geben soll, dass Vorauszahlungen relativ unbürokratisch, wenn jetzt große Einnahmeausfälle drohen oder schon eingetreten sind im Zuge der Krise, dass diese Einnahmen auf null herabgesetzt werden können für Zwecke der Vorauszahlung, sodass also davon ausgegangen werden kann, dass mit den bisher erzielten Einkünften für das Jahr 2020 tatsächlich die endgültige Einkommenshöhe erreicht wäre, was dazu führt, dass zahlreiche Unternehmen, vor allem die kleinen FreiberuflerInnen, ihre Vorauszahlungen möglicherweise auf null herabsetzen können. Es bedarf da keiner detaillierten Berechnung, denn wir wissen alle jetzt gerade nicht, wo es weitergeht. Und was wichtig ist, ist, das gilt nur für die laufenden Vorauszahlungen 2020. Das gilt nicht für das Jahr 2021, das gilt auch nicht für das Jahr 2019. Dessen ungeachtet kann es ja dazu kommen, dass für 2019 vielleicht mehr an Einkommensteuervorauszahlung geleistet worden ist, als am Ende fällig sein wird an Einkommensteuer. Weil vielleicht einfach nach dem Vorjahr das Einkommen so hoch war, dass weiterhin viel zu viel bezahlt wurde. Schon bisher war es möglich, diese Überzahlung sich auszahlen zu lassen unter Vorlage einer Gewinnprognose. Angenommen, ich habe jetzt nicht nur eine Tätigkeit, sondern ich würde vielleicht eine Firma haben und habe vielleicht noch eine Wohnung, die ich nebenbei vermiete und habe vielleicht noch irgendwie eine Beteiligung in irgendeinem Unternehmen, dann muss ich natürlich alles zusammenrechnen, um meine Einkommensteuerbelastung zu ermitteln. Aber vielleicht habt ihr jetzt gerade die Zeit dafür und habt auch gerade nichts zu tun. Dieses auch gerade, das gilt nicht für mich, deswegen ich habe wirklich mehr als genug zu tun. Ich versuche mich nur gerade von dem Arbeitsstress etwas zu entlasten, indem ich gerade dieses Video mache, weil das eine andere Arbeit ist als die Steuerberatung, die ich normalerweise erledige. Und ich versuche euch halt möglichst viele Informationen an die Hand zu geben, damit ihr selbst diese Anträge stellen könnt und die relevanten Unterlagen zusammenstellen könnt. Um auf die relevanten Unterlagen nochmal einzugehen. In Bezug auf Darlehensprogramme, wenn ihr jetzt wirklich mit dieser Corona-Soforthilfe nicht ausreichend Geld einsammeln könnt, um eure Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Da gibt es auch eben bei den jeweiligen Behörden, Banken einen Leitfaden dazu, was jeweils an Unterlagen erforderlich ist. Das sind häufig Landesprogramme. Es gibt aber auch ein Bundesprogramm, das sich aber eher an die größeren Firmen richtet, weil da vielleicht die einzelnen Bundesländer dann auch überfordert wären, größere Garantien bereitzustellen. Es gibt dazu jedenfalls schon die vorläufige Stellungnahme, das habe ich bei der Hamburger Investitionsbank gesehen, dass Firmen, die schon vor dem 11.03. bzw. vor dem 31.12.2019 jedenfalls, beim 31.12.2019 ist es relativ klar, beim 11.03., das ist das Datum, das sich auf die Bundesmittel bezieht, in Schwierigkeiten waren, bei denen wird es wohl keinen Anspruch geben. Das ist ärgerlich, weil es natürlich Firmen gibt, die waren vielleicht zum 31.12.19 in Schwierigkeiten, wie auch immer diese Schwierigkeiten aussehen mögen. Schwierigkeiten im Sinne der EU-Definition sind es in diesem Fall. Und die haben die Schwierigkeiten vielleicht überwunden oder angefangen, sie zu überwinden. Und dann gab es den nächsten Tiefschlag mit dieser Krise und dann sind wieder neue Schwierigkeiten entstanden. Es wird schwierig sein, solchen Firmen zu helfen. Und da bedarf es einer vertieften Argumentation vermutlich, wenn es dann um die Gewährung von Soforthilfen geht. Ja, ich versuche einfach nur so kurz wie möglich das zu machen. Das waren jetzt fast 15 Minuten, deswegen bin ich jetzt auch wirklich fertig. Und alle weiteren Informationen könnt ihr wahrscheinlich den Links entnehmen. Ich hoffe, dass die auch weiter aktualisiert und verbessert werden und dass die Anträge dort auch verfügbar sein werden. Sofern ihr nicht in Hamburg oder Berlin ansässig seid, versucht bitte zu gucken, was in eurem Bundesland angeboten wird. Es wird dort auch Internetseiten geben, die genau das zur Verfügung stellen.
und die dann auch Antragsformulare zur Beantragung bereitstellen werden. In Bayern gibt es dieses Programm auch schon eine längere Zeit. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und dass wir alle diese Scheißsituation gut überstehen. Macht's gut.